Das ist Kamerad Paulchen. Der verkauft im Internet T-Shirts mit pazifistischen Sprüchen. Erst hat er das nur über seinen eigenen Online-Shop gemacht. Aber nun ist eine ganze Reihe von Anbietern dazugekommen, wie eBay, Amazon oder Rakuten. Paulchen verkauft viele Shirts im Internet und verschickt sie in die ganze Welt. So wie wir damals mit den Panzern ins Ausland, ist auch egal. Um nicht jedes Shirt einzeln ins Netz zu setzen, nutzt Rekrut Paul ein Multi-Channel-Selling-System, das den Handel im Netz einfacher macht. Afterbuy und Plenty Markets sind solche Systeme. Immer diese Besatzersprache. Möchte er ein T-Shirt anbieten, muss er die Details nur noch einmal bereitstellen und das Angebot erscheint wie von Zauberhand ta-ta-ta-ta auf mehreren Handelsportalen und in seinem eigenen Online-Shop. Jawoll! Seine Rechnung kann er mit diesen Anwendungen auch gleich schreiben und ausdrucken. Am Monatsende marschiert Paulchen mit seinen Ordnern voller Rechnungen und Marschbefehlen zu seinem Steuerberater Fritzen und überlässt ihm die Mädchenarbeit Buchführung. Die von Fritz erstellte Buchhaltung entspricht den gesetzlichen Anforderungen der GOB, den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, deutsche Gründlichkeit. Aber was zum Teufel ist das? Wir sehen es anhand dieser Waage. Ein Online-Verkauf besteht immer aus zwei Buchungen, eine für die Zahlung und eine für die Rechnung. Hört ihr noch zu? Wenn die Rechnung auf der einen Seite und eine Zahlung auf der anderen Seite zugeordnet werden kann, spricht man von einer offenen Postenbuchhaltung, kurz eine OP-Buchhaltung, Mann gegen Mann, Nahkampf halt. Rechnung und Zahlung müssen sich gegenseitig aufheben, dann ist die Rechnung bezahlt, stand schon in der Bibel, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der Steuerfritze erledigt das für Kamerad Paulchen, die Waage ist ausgeglichen, geht doch. Der Steuerfritze benötigt aber dafür viel Zeit. Schließlich hat Paulchen in diesem Monat über 2000 Shirts im Web verhökert. Paulchen kann nun einer Steuerprüfung durch die Knopfzähler vom Finanzamt entspannt entgegensehen. Doch als er die Rechnung mit dem Honorar des Steuerfritzen erhält, ist es mit der Entspannung wieder vorbei. So viel Kohle, damit kann ich meinen Panzer zweimal tanken. Kamerad Paul sucht nach einer Lösung und erspäht die Exportfunktionen in seiner zentralen Verkaufsplattform. Paulchen kann jetzt die Rechnungen im Dateformat ganz einfach dem Steuerfritzen um die Ohren hauen. Paul glaubt nun, die Nummer ist durch. Doch der Steuerfritze mutiert wieder zur Heulsuse und meint, dass all diese Rechnungsbuchungen jeweils einem Zahlungseingang, zum Beispiel PayPal oder Amazon, zugeordnet werden müssen. Mist! Die Waage neigt sich bedrohlich nach links. Kamerad Fritz muss nun die Zahlungseingänge den Rechnungen zuordnen. Latrinen reinigen macht mehr Spaß. Dann sind noch die Reportationszahlungen an die Amis fällig, die Gebühren von PayPal, Amazon und so weiter. Dann ist die Waage wieder ausbalanciert. Im Prinzip ist die Lage entspannter, aber die Kosten für die Buchhaltung sind immer noch höher als die Zugspitze. Der Paule macht dem Steuerfritzen ein Friedensangebot. Er soll per Datev-Schnittstelle alle Rechnungsbuchungen einlesen und auf ein einziges Konto knallen. Anschließend sollen alle Zahlungseingänge in einer Summe auf ein einziges Konto gebucht werden. Herrlich! Den Mädchenkram mit Zuordnung der Rechnung kann er dann mal abhaken. Die Differenz zwischen Rechnung und Zahlung muss den Gebühren von PayPal, Amazon, NSA, FBI und wie die alle heißen entsprechen. Zack, fertig, geht doch! Aber jetzt nervt die Steuerfritzen-Tussi schon wieder. Was ist, wenn so ein Franzose gar nicht bezahlt hat oder ein Holländer zu viel überwiesen hat, hä? Ist vielleicht bei der Umrechnung von Dollar, Yen oder Ostmark in Euro etwas schiefgegangen? Und überhaupt, wie soll Kamerad Paul die Amazon- und PayPal-Abrechnung kontrollieren können? Schließlich sind das Amis. Fragen über Fragen. Kamerad Paul braucht eine ordentliche, aussagekräftige Buchhaltung. Schließlich baut er darauf seine Kalkulation. Und das Devisenkommando vom Finanzamt wäre bei der nächsten Prüfung gar nicht begeistert. Das Einbuchen der Zahlung in einer Summe ist nach der GOB bei Einzelhaft verboten. Kamerad Paul bemerkt schnell, scheiß die Wand an, ist das kompliziert. Gibt's denn keine Möglichkeit, das hier mal ruckzuck zu vereinfachen? Doch, Achtung, dafür gibt's eine zackige Lösung, Nexus. Nexus ist ein Hochleistungsdatenkonverter, der zunächst die Rechnungsdaten aus der zentralen Verkaufsplattform einliest und daraus entsprechende Buchungen erstellt. Herrlich! Anschließend werden auch PayPal-Kontoauszüge und Amazon-Abrechnungen eingelesen. Ja, ist es denn zu fassen?
Nexus ermittelt, welche Rechnung bezahlt wurde und erzeugt eine Ausgleichsbuchung. Nexus erledigt das, was der Fritze vorher von Hand erledigt hat. Das ist psychologische Kriegsführung. Gebühren und sonstige Besatzersteuern werden ebenfalls verbucht. Ganz nebenbei prüft Nexus noch die Richtigkeit der PayPal- und Amazon-Abrechnungsdaten. Die schieben quasi Wache für dich. Von Anfang an herrscht Klarheit über jede Buchung. Ordnung wie bei mir im Spind. Jede Buchung kann verfolgt werden, zurückverfolgt werden. So werden Abrechnungsfehler rucki-zucki erkannt und die Politessen vom Finanzamt sind zufrieden. Kamerad Paul entscheidet sich für Nexus. Paul spart dank Nexus viel Zeit und kann doch noch zum Wehrdienst. Unser Kamerad schickt die von Nexus erzeugten Dateien im Dateformat an seinen Steuerfritzen, der sie direkt in sein Finanzbuchhaltungssystem einlesen kann. Fertig! Unsere Jungs freuen sich. Die Anwendung arbeitet zackig und ermöglicht eine Arbeitszeitersparnis von bis zu 95%. Respekt! Die Einführung von Nexus ist natürlich ein Kinderspiel und luschenkompatibel. Die Kameraden von T-Kodi begleiten Paul beim Kennenlernen der Anwendung per Fernwartung. Das schafft sogar meine Frau. 4 Wochen lang kann Paul Nexus kostenlos, unverbindlich und vollumfänglich testen. Paul kann jederzeit die T-Kodi-Hotline anrufen und sich dort seinen Gratis-Anschiss abholen. Nexus wird laufend um Selling- und Zahlungsplattformen erweitert. Frag die Jungs und brüll sie gleich an. Die mögen das. Mit Nexus muss sich Paul nicht mehr in die Hosen machen wegen Finanzamt und so. Er kann nun viel genauer kalkulieren. Überlebenswichtig im rauen und kalten Geschäft des Onlinehandels. Und der Steuerfritze verlangt auch nicht mehr so viel Kohle. Mit dem ersparten Geld kann sich Paul vielleicht doch mal einen Panzer kaufen und ins Ausland fahren. Nexus, der Datenkonverter. Kaufen, zack, zack. T-Kodi, deutscher Konverterdienst. www.t-kodi.de